Du hast keine Ahnung von Musiktheorie und hast dich schon mal gefragt, was Stammtöne sind? Wenn du es wissen möchtest, bleib am Ball, denn darum geht's in diesem Video. Hi, mein Name ist Christian Rolf und ich bin Musikschulleiter und Buchautor. Und in diesem Video geht es darum, was Stammtöne sind, wie man sie bildet und wie man sie auf der Gitarre spielt. Zudem habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie du am besten damit üben kannst. Und zum Schluss stelle ich dir auch noch ein paar Bücher vor, die ich ganz sinnvoll und hilfreich finde, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Bleib am Ball. Lasst uns zunächst einmal einen Blick darauf werfen, wie die Stammtonreihe entstanden ist. Und zwar ist es so, dass man irgendwann den Tönen Namen gegeben hat. Und dies hat man gemacht mit den ersten Buchstaben des Alphabetes. Also A, B, C, D, E, F, G. Im Laufe der Zeit ist irgendwann mal aus dem B ein H geworden. Das heißt, in Deutschland würden wir sagen A, H, C, D, E, F, G. Nun ist es ja so, dass gerade von den Gitarristen aus dem Pop- und Rockbereich die erste Variante bevorzugt wird, also A, B, C, D, E, F, G, und Leuten aus Klassik eher nachgesagt wird, also die klassische Musik spielen, dass sie das H bevorzugen, also A, H, C, D, E, F, G. Nur ist es natürlich nicht so, dass wir hier in Deutschland uns irgendeine Extrawurst braten, weil wir hier gerade mal das H nutzen, sondern zum Beispiel in Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen, in der Slowakei, in Tschechien, in Serbien, Kroatien, Ungarn und Lettisch sogar bis 1940 spricht man auch das H. Im Englischen, Niederländischen oder im Chinesischen würde man die Version mit dem B nehmen. Dies erstmal dazu. Jetzt ist es so, dass wenn wir die Reihe nicht von dem Ton A beginnen, sondern von dem Ton C beginnen, wir die Töne erhalten C, D, E, F, G, A, H und C. Und dies entspricht unserer heutigen Stammtonreihe. Wenn du wissen möchtest, wie die auf der Gitarre gespielt wird, bleib am Ball. Nun wollen wir uns mal angucken, wo man die Stammtöne auf der Gitarre findet. Und zwar, wir fangen mit der Reihe an A, H, C, D, E, F, G. Und dann noch das A. Und zwar, wir nehmen unsere leere A-Saite. Im zweiten Bund befindet sich der Ton H. Im dritten Bund der Ton C. Auf der leeren D-Saite der Ton D, das E im zweiten Bund auf der D-Saite, das F im dritten Bund auf der D-Saite, die leere G-Saite und der Ton A ist im zweiten Bund. Das heißt, die ist ganz einfach zu lernen. Wir haben drei leere Saiten. Wir haben zweite Bund, dritte Bund, nächste Saite auch zweite Bund, dritte Bund. Und auf der nächsten Saite einfach nur im zweiten Bund. Gespielt wirkt sie dann so. Und zurück. Kommen wir nun zu der Stammtonreihe, die mit dem Ton C als Startton ist. Da beginnen wir, wie wir ja eben schon gelernt haben, dass hier der Ton C liegt, das ist also unser Startton, und dann spielen wir die auch durch, wie beim ersten, also in der ersten Stammtonreihe, also C, D, E, F, G, A. Und jetzt fehlen uns noch zwei Töne, das ist das H, die leere H-Saite und der Ton C. Zusammen nochmal. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie man am besten mit der Stammtonreihe übt, damit man wirklich ein gutes Gefühl auch dafür bekommt, was es heißt, sich in diesem System, wenn man es dann einmal hat, gut zurechtzufinden.
So, und wenn wir fangen jetzt mal an mit der A-Moll-Tonleiter. Und zwar als erstes würde ich anfangen, sie mitzusingen. Ja, du hast richtig gehört, genau. Das heißt, versucht mal. A, ha, da, ba, 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 di, di, da, 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 ba, ba, ba. Das heißt, wenn man sie mitsingt, dann kriegt man viel besseres Gespür für den Ton. Versucht auch mal, einfach ganz frei zu spielen. Ba, 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 da, 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 ba, da, da, ba, da, ba, 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 da, 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 da. Das heißt, die Töne mitspielen, mitsingen, die man gerade spielt, das ist wirklich, ja, ne, das ist wirklich eine tolle Sache, weil man wirklich ein gutes Gespür dafür bekommt, wie die Töne wirken. Und zwar nicht nur, wie man sie auf der Gitarre spielt, sondern man bekommt ein innerliches Gespür dafür. Und falls es anfangs noch nicht so richtig klappen sollte mit der Tonhöhe und dem, das was da ist, spielt eigentlich keine Rolle, versuch dich anzunähern und wirklich ein bisschen ja, Tuchfühlung aufzunehmen mit der Tonleiter. Das Ganze kannst du natürlich auch mit der C-Dur-Tonleiter machen oder der Stammtonreihe. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Buchtipps geben, und zwar, wir fangen mal an mit einem absoluten Klassiker, Wieland Ziegenrücker, allgemeine Musiklehre. Hier steht wirklich allerhand drin, wenn du irgendwelche Fragen hast zum Thema Musik oder so. Das ist wirklich ein super, super Nachschlagewerk für ganz wenig Geld. Ich glaube, unter 10 Euro kommt man da dran. Ich packe dir einen Link unter dieses Video. Dann ein weiteres Standardwerk, das ist die Neue Harmonielehre von Frank Haunschild. Gerade die Leute, die aus dem Rock- und Pop-Bereich kommen, ist absolutes Muss, müsst ihr irgendwie haben. Für Leute, die aus dem Klassikbereich kommen oder sich gerade für Gitarre spielen interessieren, wenn man es ja ganz neu lernt sozusagen mit einem Lehrer und erwachsen ist, da möchte ich dann mein Buch empfehlen. Das ist die Schule der Klassikgitarre, erschienen im Fingerprint Verlag. Und genau, macht besonders viel Spaß mit einem Lehrer zusammen, und da wirst du dann auch ganz behutsam in dieses Thema Tonarten und so weiter reingeführt, dass dein Wissen natürlich auch mit der Zeit wächst und du eine gute Grundlage hast. Kommen wir nun zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielleicht schaust du auch noch in die nächsten Videos rein. Bleib am Ball. Viel Spaß.